Als 10 für 10 Favorit avancierte Brandy im Vorlauf zum Astra-Preis zunächst einmal zum schnellsten Inländer auf deutschen Bahnen, als er sich in 1:12.8 überlegen gegen Ideal und Heaven durchsetzte. Im Finale war der Rode-Schützling zuletzt allein auf weiter Flur und siegte trotz Höchstzulage gegen Karajan, Frank, Heaven und Kronprinz. Die Vorlaufsieger Adora und Kodastar kamen dagegen mit dem Bänderstart nicht zurecht und scheiterten an Fehlern. Als viertes Pferd Pandolfo, Heaven, Frank, Brandy, Louis an der Innenkante dabei ist, Carno Comfort, Frodo, 16:5 die zweite Zwischenzeit. Und nun geht es in den letzten Bogen, das Feld dicht geschlossen. Pandolfo, unverändert an der Spitze, eine knappe Länge vor Heaven. Dann Frank, vierter ist Brandy an der Innenkante, Louis außen, Carno Comfort, 500 Meter noch bis zum Ziel. Dann Frodo, Kronprinz. Es bemüht sich Karajan vom Ende kommend, dahinter dann Kodastar. Nun geht es um die letzte Ecke, 17:0 hier die Zwischenzeit. Pandolfo mit der Führung im Einlauf. Pandolfo ist vorn, dahinter Heaven, Frank und nun wird Brandy gebracht. Pandolfo, Heaven, Brandy kommt. Pandolfo nach vorne, aber außen kommt Brandy heran. Brandy kommt, Brandy vor Pandolfo und Heaven. Brandy im Vorteil, Brandy vor Pandolfo, Heaven, Frank. Dahinter die Verfolger, denn Brandy geht hier auf und davon. Brandy und Willi Rode gewinnen den großen Astra-Preis. Dahinter Kampf um die Gelder außen Karajan. Dann wohl noch Frank vor Heaven.